Hallo, ich bin Harald Blieske und Illustrator, hauptsächlich im Bereich Brett- und Kartenspiele. Ja, interessante Frage. Dafür bedurfte es tatsächlich eines Anstoßes von außen. Ich habe meinerseits schon immer sehr, sehr gerne gespielt und sehr, sehr gerne gezeichnet. Ursprünglich wollte ich aber, hatte ich den Plan, ganz gerne Comiczeichner werden zu wollen. Bin nach Münster gezogen, um Illustration zu studieren und habe dort Kontakt bekommen zu dem Herrn Professor Max Kobbert, dem Erfinder des Verrückten Labyrinths, was wiederum ein Spiel ist, was ich selber als Kind sehr, sehr gerne gespielt habe. Dann haben wir uns in Pausen ausführlich über Spiele und Spiele erfinden unterhalten. Und er hat mir von einem Spieleautorentreffen in Göttingen erzählt, was einmal im Jahr stattfindet. Daraufhin habe ich auch angefangen, selber mir Spiele auszudenken, also Spiele zu erfinden, die ich natürlich selber dann halt auch direkt illustriert habe und bin über viele Jahre zu diesem Autorentreffen hingefahren und habe dort dann erste Kontakte knüpfen können, zu Verlagsredakteuren auch. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dann auch irgendwann mein erstes Spiel illustrieren durfte. Also als Grundlage meiner Arbeit steht erstmal ein Prototyp, ein Spieleprototyp. Das heißt, Autoren, die sich ein Spiel ausgedacht haben, bewerben sich ja mit einem Prototypen bei einem Spieleverlag, um diese Spielidee vorstellen zu können. Der Verlag testet diesen Prototypen und sobald der Prototyp als funktionsfähig erachtet wird und als gute Spielidee erachtet wird, treten Verlage dann an mich heran und fragen, ob ich Zeit und Lust habe. Es gäbe dieses und jenes Spiel zu dem und dem Thema und dann geht meine Arbeit los. Also die Spielidee steht zu 100%. Bevor meine Arbeit dann anfängt. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Da habe ich in den letzten 15 Jahren von bis auf jeden Fall auch schon alle Extreme erlebt und alles dazwischen. Also soll heißen, von, dass mir 100% vorgegeben wurde, das und das soll abgebildet werden, meinetwegen eine Figur, das T-Shirt soll auf jeden Fall grün sein und so weiter, bis hin zu der Vorgabe, dass es keine Vorgabe gibt. Also einfach nur die Aussage, du bist der Experte für Illustration, deswegen geben wir das zu 100% in deine Hand. Normalfall ist irgendwo dazwischen. Also das Thema des Spiels steht ja fest und im Normalfall denke ich mir dazu Bilder aus, skizziere die und präsentiere diese Skizzen dem Verlag und wenn die Ideen dann als gut geheißen werden, dann setze ich mich erst an die Umsetzung. Also im Idealfall spiele ich den Prototypen, vielleicht sogar mit dem Autoren selbst oder Verlagsredakteuren. Wenn das nicht möglich ist, bekomme ich eine Spielregel zugeschickt. Und da ich seit 15 Jahren diesen Beruf mache, traue ich mir zu, anhand einer Spielregel auch beurteilen zu können, worum es bei dem Spiel geht. Das geht zur Not also auch. Das kann tatsächlich passieren, ist aber nicht die Regel. Das sollte auch besser nicht passieren. Für mich ist es natürlich am besten, wenn die Spielidee zu 100% feststeht, mit der Spielmechanik, dass ich nicht im Nachhinein dann meine Arbeit nochmal ändern muss, kann aber passieren. Man muss bestimmte Sachen im Hintergrund haben, im Hinterkopf behalten. Zum Beispiel eine
durchschnittliche Spielsituation. Gespielt wird selten bei Tageslichtbeleuchtung, sondern auch gerne mal abends am Küchentisch mit der Küchenlampe oder so. Das heißt, bei der Farbgebung müssen die Kontraste sehr hoch sein, dass auf jeden Fall Farbunterscheidbarkeit gegeben ist. Sonst kann das Spiel mitunter überhaupt nicht funktionieren. Zudem hat der Beruf des Spieleillustrierens auch tatsächlich eine sehr große technische Komponente. Karten müssen geschnitten oder gestanzt werden, Pappteile werden gestanzt. Und da das immer ein bisschen Versatz bei der Produktion passieren kann, muss ich zum Beispiel einen Beschnitt von 3 mm nach innen und nach außen berücksichtigen, sodass Motive dann irgendwie nicht aus Versehen weggestanzt werden oder so. Wenn es einen Spielplan gibt, auf dem Figuren platziert werden, dann müssen die Felder selbstredend groß genug sein, dass die theoretisch maximale Anzahl von Figuren auch in ein Feld hineinpasst, weil ansonsten gibt es dann nur Streit beim Spiel. Und da gibt es also durchaus irgendwie ein paar sehr spezielle Anforderungen. Die Vielfalt, weil kein Spiel ist wie das andere. Es ist jedes Mal eine völlig neue Herausforderung. Das Material ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Die Themen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und zudem bin ich kein Illustrator, der einen bestimmten Illustrationsstil verfolgt, sondern ich denke mir für jedes Spiel aufs Neue eigentlich nochmal die Gestaltungsweise dann aus. Soll heißen, es kann sein, dass ich mal ein Spiel mit Acrylfarben, also ein bisschen gemäldeartig illustriere. Es ist aber auch schon passiert, dass ich den Schwamm ausgepackt habe, den in Tusche getunkt habe und dann damit auf dem Papier einfach rumgedruckt habe, um bestimmte Strukturen zu bekommen. Also die Vielfalt, das ist es, und die Abwechslung, das ist es, was mir an diesem Beruf super viel Spaß macht. Ein besonderes Highlight war für mich sicherlich, dass ich für Siedler von Catan Illustrationen fertigen durfte und auch für eine Adaption von Carcassonne. Beides Spiele, durch die ich auch ans Spielen gekommen bin und die ich super gerne und super viel gespielt habe.